Gleich noch bei uns. Big Brave in the Backbeat Stil. Vierer Wochenweltmeister. Und Elton ist bei uns zu Gast. Und ein Mann. Ja. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem Mann, der, glaube ich, seit ein paar Wochen die Sympathien auf seiner Seite hat. Er gehört lange Zeit zum erfolgreichsten Pop-Duo, das Deutschland jemals hatte. Ihm haben wir dieses T-Shirt gewidmet, der Gitarrist von Thomas Anders. Und er selber ist der Sänger vom Gitarrist von Thomas Anders. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich Thomas Anders! Der wunderbare, oft kopierte, selten erreichte Thomas Anders. Ja, Thomas, schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich immer wieder. Ja, jetzt das erste Mal, dass du bei uns bist seit einigen Jahren, ja, dass wir nicht irgendwie eine blöde Modern Talking Platte ansagen müssen. Das stimmt. Nein, blöd ist falsch. Das war schon tolle Musik. Ja? Finde ich auch. Wir haben hier auch schon oft musiziert gemeinsam, haben auch mal Modern Talking. Welche Musik hat dir so viele Gags gegeben wie die von Modern Talking? Ja, das ist richtig. Das musst du so sehen. Ja, wir haben hier immer, wenn wir am Anfang das Publikum so ein bisschen anweisen, haben wir auch einen ganz großen Modern Talking Gag immer im Programm. Das kommt immer sehr gut an. Ja. Verstehe, ja. Ja, ja, verstehst du, oder? Wie geht's dir so? Du machst einen sehr fitten Eindruck. Danke. Ich bin super fit, ich bin super happy. Heute kam die neue Single. Ja. Motiviert ohne Ende, macht Spaß ohne Ende. Und es geht mir saugut. Du hast ja vielleicht unsere Aktion mitbekommen, der Gitarrist von Thomas Anders. Das war eine sehr amüsante Geschichte. Ich habe dich gesehen bei Johannes B. Kerner. Ich kann es ja kurz mal zusammenfassen. Da hat Thomas erzählt über seine Konzerte, die er auch als Thomas Anders alleine sozusagen in Amerika oder du spielst ja überall, auch in der Mongolei und so. Die Geschichte war so, dass wir als Modern Talking in Amerika angefragt waren. Dieter aber damals zu dem Zeitpunkt schon seine Tour für die Superstars zugesagt hatte. Ja. Und mein Tourneeveranstalter fragte im Grunde dann an bei dem Veranstalter in Amerika. Und er sagte, wirklich, ist mir scheißegal, mit wem der anders kommt. Ja. Ich brauche auch den Gitarristen nicht. Ja. Hauptsache, der kommt und singt. Das ist die wahre Geschichte. Also Sie haben wirklich gesagt, hier, der Anders kann gerne bei uns singen, aber ist uns scheißegal, welchen Gitarristen der mitbringt. Ist scheißegal, welcher Gitarristen mitkommt. Ja. So sind wir da drauf gekommen. Und, übrigens eine geile Idee, ja. Ja, ne? Sehr schönes, sehr, auch, eigentlich müssen wir dir heute das goldene T-Shirt verleihen, weil wir haben, glaube ich, 15.000 T-Shirts verkauft. 15.000? Ja, in nur einer Woche oder sowas. Also das war schon für uns auch. Da verdienen wir mehr Geld mit als mit Platten, sage ich dir. Das Gott sei Dank. Ja. Brauche ich jedenfalls nicht mehr so oft zu singen wie früher. Ja, du hast jetzt eine Platte gemacht, das ist diese hier. Thomas Anders, Independent Girl, unabhängiges Mädchen. Hat das was mit der aktuellen Situation zu tun? Nein. Könnte ja sein. Wir versuchen was mehr. Das hat ja auch mit deiner... deiner Tochter, du hast doch eine Tochter, ne? Ein Sohn. Ach, du hast einen Sohn. Ich hätte gedacht, du hättest eine Tochter. Kommt noch. Kommt noch. Achso, kommt noch, vielleicht. Ja. Ah, weiß man was, was man noch nicht weiß? Nein. Noch nicht. Ja. Du spielst ja, nicht nur hier in Deutschland, das ist ja wirklich auf das Thema, wir haben da ja schon mal so drüber gesprochen. Das finde ich ja sehr interessant. Du spielst wirklich eigentlich in der ganzen Welt. Und es ist eigentlich überall so, das kann ich bestätigen, weil ich es schon mal selbst erlebt habe, dass gerade im Osten, also in Russland, in der Mongolei und so, da bist du ja eine richtig große Nummer. Da spielt Thomas Anders Konzerte vor 40.000 Leuten, die nur kommen, um Thomas Anders zu sehen. Stimmt, natürlich auch die Musik von Modern Talking. Das müssen wir fairerweise sagen. Du spielst Modern Talking Songs, genau. Aber du spielst auch eigene Songs von dir, oder? Ja, auch das war in der Vergangenheit, so ist das so. Aber natürlich ist es wirklich weltweit so, dass es extrem erfolgreich ist. Jetzt in 14 Tagen oder 3 Wochen fliege ich wirklich für eine Show nach Malaysia. Ach, da kennt man dich auch? Ja, für die ist man ja gehört auch zur Welt. Ich meine, ist man ja nirgends sicher vor dir. Nee. Will man auch in Ruhe die Urlaub in Malaysia machen? Wer kommt an? Ja. Ja.
Da spielst du aber noch deine neuen Songs dann auch, oder? Den spiele ich dann auch, ja. Dann hören wir uns, da hören wir uns gleich ein Stück von an, aus der neuen Single von Thomas Anders. Aber erstmal ein kleines bisschen Werbung. Und zwar sehen Sie nach der Werbung bei uns das hier. Und zwar die wichtigsten, spektakulärsten Szenen von der VOG-Weltmeisterschaft 2003. Die Vierer-Bob-Gewinner, VOG-Gewinner, Dick Brave and the Backbeats bei uns zu Gast. Und Thomas Anders bleibt bei uns und Elton kommt noch. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Thomas Anders, Independent Girl. Ja, Independent Girl heißt die Platte. Und stimmt, dass das hier der Ex-Caught in the Act-Sänger Benjamin hier mitgeschrieben? Benjamin Boyles hat die mitgeschrieben, genau. Das ist also ein Schwedenteam. Er hat mit zwei Schweden zusammengeschrieben, die für Britney Spears schreiben. Aha. Und Benjamin. Ach, das finde ich toll, das ist wirklich, ja, ich nicht gedacht. Dann weiß man ja, dass der auch noch was macht. Der macht noch was im Hintergrund, genau. Singt der selber auch noch, weißt du das zufällig? Das weiß ich nicht. Nee. Ja. Du selber schreibst ja auch Lieder, ne? Warum schreibst du nicht für dich selbst? In Your Eyes. Also ach so, die zweite Nummer, die hier drauf ist, In Your Eyes. Du hast doch auch schon mal einen großen Hit hier gehabt als Autor, wo du nur geschrieben hast. Und zwar, was war das denn noch? Was meinst du jetzt? Hier also ein Big Brother Act war das doch, oder? Was war das denn? Ja, Großer Bruder. Großer Bruder, das war von dir. Ja, ein Teil. Das hast du geschrieben. Ja, ja. Großer Bruder, du bist immer da. Was ich heißt bin Teil? Immer da. Ich bin immer nein, da. Ich habe mit Anna mit zusammengeschrieben. Ah, okay. Welcher Teil ist von dir? Großer Bruder. Nein. Ja. Entweder Großer Bruder oder immer da. Nein, aber das war wirklich sehr erfolgreich, stimmt. Wir haben, glaube ich, 800.000 Singles verkauft. Hast du runtergefallen? 800.000. Lass mich nicht runterfallen. Nein, keine Ahnung. Jetzt ist ja die neue Platte, das wird man auch gleich hören. Klingt vom Sound her natürlich auch ein bisschen Modern Talking-mäßig. Ja? Meine Stimme auch. Das ist die Stimme natürlich auch, weil das war ja deine Stimme. Das ist nochmal Modern Talking. Und hast du auch diese Independent Girl? Ist das auch sowas dabei wieder oder nicht, kommt das nicht mehr vor? Nicht ganz so schrill, nicht so zickig. Aber diese hohen Teile behält sich ja, schon... Ja, es hält sich in Grenzen. Aber ja. Man muss ja mal sagen, dass das nicht daran liegt, wie der Song komponiert ist, sondern dass das rein am Arrangement liegt. Man kann jeden Song klingen lassen wie Modern Talking. Ja? Ich weiß, eine Horrorvorstellung, meine Damen und Herren. Aber man kann, wenn man will, kann man jeden Song klingen lassen wie Modern Talking. Es kommt also nicht auf die... also kann ihn auch, ja, das könnte man mal zeigen. Wir könnten mal, das, um das zu beweisen, könnten wir mal zum Beispiel so einen Titel, so Mensch von Grönemeyer, könnten wir mal im Modern Talking Sound machen. Das kann man alles. Ich habe ja mal hier für die Sendung von AC/DC Highway to Hell mit den Flippers im Flippers Sound gemacht. Ja, da kommt dann nur... Das geht alles. Könnte man mal probieren. Ja, wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt an aus dem neuen Video von Thomas Anders, Independent Girl. Wenn das kein Erfolg wird, ich weiß nicht. Ja, man hört aber schon, dass es keine Dieter-Bohlen-Komposition ist, weil die Harmonien, die ich da gehört habe, die kennt der Dieter nicht. Ja? Teilweise Töne drin, die hat die Bontempi vom Bohlen gar nicht. Und bei dir geht es jetzt weiter als nächstes mit einer großen Tour? Ja, momentan sind wir beim Album am Arbeiten. Das Album soll Anfang nächsten Jahres kommen und die Tour im Mai. Also nur das Wichtigste ist, dass das Album in diesem Jahr noch fertig ist. Aber du machst hin und wieder schon dann so zwischendurch so Einzelauftritte, also gerade in Osteuropa, in Asien und so. Ja, wenn es zeitlich geht. Da bin ich ganz, also ich meine jetzt durch diesen Malaysia, das ist zwar ein Auftritt, aber letztendlich bin ich 3 Tage unterwegs.
Und das muss sich wirklich in Grenzen halten. Es macht einfach Spaß. Also nur im Studio kann ich nicht. Ich muss auch ab und zu mal raus. Und eben Südamerika, ist das auch ein Thema? Südamerika war ich auch schon. Südamerika habe ich vor einigen Jahren vor 250.000 Leuten beim Festival gespielt. Das war gigantisch. Das war wirklich riesengroß. Wo? Das war in Chile. In Chile? Mhm. Auf 7000 Meter Höhe oder was? Da gibt es sowas anderes als die Anden. Ja. Da gibt es eine Stadt, die ist so Viña del Mar, ist so ein bisschen Saint-Tropez-like. Da gibt es einmal im Jahr ein Festival. Ah, okay, und das wird auch im Fernsehen übertragen in Südamerika. Und das, ich habe schon viel gesehen, das stimmt. Ja. Und dann hoffen wir, dass du in Zukunft noch mehr siehst. Goldene Schallplatten und hohe Chartpositionen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ansonsten verkaufe ich T-Shirts. Ansonsten verkaufe ich T-Shirts, ja, genau. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg mit Independent Girl, meine Damen und Herren, Thomas Anders. Danke. So, meine Damen und Herren.